Auf Phoenix lief heute eine Dokumentation über deutsche Blindgänger in Afghanistan. Nein, nein, nicht was Sie jetzt denken. Es ging um Munition und Minen. Also deutsche Munition, die dort entweder in Übungen oder im Ernstfall verballert wurde, aber nicht hochging. Und diese Blindgänger machen jetzt der afghanischen Bevölkerung Probleme, sodass ab und zu auch mal ein, zwei, drei oder mehr afghanische Kinder, erwachsene Frauen oder Männer bei drauf gehen. Ja, da sind wir ganz großzügig. Da gibt es dann auch schon mal 2500 Euro pro Kind. Wie Biswa schon sagte, was kosten 100 Gramm schwarzer Afghane? Nein, aber da sind wir ganz großzügig. Aber neben diesen Kosten für die Afghanen, die da auf den Bundesbürger zukommen, warum lassen wir eigentlich so viele Blindgänger da liegen? Und wie viele Blindgänger sind es überhaupt? Wissen unsere Soldaten nicht, wenn sie Blindgänger vor allen Dingen auf Schießübungsplätzen liegen bleiben? Was und wie viel sie dort eigentlich verballern? Sind das amerikanische Wildwestkommandos, die völlig hemmungslos wie damals auf die Bisons und auf die Indianer durch die Gegend ballern mit ihrer Uranmunition, weil Verluste ist ja nicht so schlimm und sei es der eigene Mann? Also wissen unsere deutschen Soldaten gar nicht, was sie da verballert haben und dementsprechend, was in die Luft gegangen ist und was nicht. Auf einem friedlichen, ruhigen und ohne irgendwelche Panikattacken bestehenden Schießübungsplatz. Das Zeug ist teuer. Wird überhaupt gar nicht überprüft, wie viele Blindgänger unsere französische und amerikanische Rüstungslieferanten an die Bundeswehr ausliefern? Können wir keine Regressansprüche stellen? Und wie hoch darf der Anteil Blindgänger in der Munition sein, damit man einen Krieg verliert? Wenn ich bedenke, dass der Verwaltungsposten bei den Militärausgaben der Bundesrepublik der zweithöchste ist nach den Personalkosten, wobei das ja normalerweise auch irgendwie Personalverwaltung lässt sich schwer auseinanderhalten, wir wissen es nicht, aber zumindest es wird der zweitgrößte sein. Warum ist es dann nicht möglich zu prüfen, wie viel Schuss Munition hatten wir, wie viel Schuss Munition sind hochgegangen und wie viel Blindgänger können wir der deutschen Rüstungsindustrie in Regress stellen? Liebe Bundesregierung, das sind Steuergelder. Aber in diesem Bericht wurde ja auch gezeigt, dass Ursel von der Leyen ihre Soldaten vor Ort besuchte. Da war der Zusammenhang zu den Blindgängern wiederhergestellt. Nein, liebe Bundesregierung, das kann es nicht sein. Wir müssen wissen, was wir an Munition verballern und was nicht hochgeht. Es geht einfach nicht. Die Kosten sind nicht überschaubar und dementsprechend sollte eigentlich der Bundesrechnungshof dieses ankreiden. Schönen guten Abend.